Wenn ihr da nochmal suchen könntet. Also Kohle läuft auf jeden Fall technisch gut. So. Dann hat der Steinbruch noch ein bisschen was zu tun. Und die Schmieden bekommen Eisen. Ich glaube, ich werde mal noch zwei Waffenschmieden bauen. Eine hier. Und eine hier. Dann machen wir noch ein paar Hammer. Ich mache mal fünf am besten. Damit wir auch ja genug haben. Das Wohnhaus ist schon fast fertig. Geil. So will ich das sehen. Immer schön mit Brettern beliefern hier. Die Eisenerzminen. Ja, da kommt gar nicht mehr so viel Eisenerz raus. Das ist traurig. Ich hätte schon gerne noch ein bisschen mehr. Halt. Kommt mal schön her, ihr Damen. Sehr gut. Haut sie weg. Fängt ja gleich ganz gut an hier. Die wollen hier angreifen tatsächlich. Na, also sollen sie versuchen, die kommen eh nicht durch. Und hier die zwei, die werden auch nicht durchkommen. Machen mal ihr. Du läufst mal da runter, du auch noch. So, haut mal weg hier. Die können nur nichts. So, alle runter hier. Die zwei, die schaffen sowieso nicht und die Damen hier werden es auch nicht lange überleben. Dann werde ich mal hier noch ein paar Lazarette bauen. Lazaretts. So. Die Dame greift ja schon an hier. Gibt's ja nicht. Aber weit kommen sie nicht. Okay, hier oben ist nichts weiter. Die können sich dann schön heilen. Die Bogenschützen greifen sowieso gleich an. Die können wir mal hier hinstellen, falls da wieder welche durchrushen wollen. Naja, der eine ist nicht so schlimm. Die alte kommt sowieso nicht durch hier. Der wird zwar verrecken, aber ist egal. Ist ja nur einer. Die haben mehr Verluste gemacht als ich. Und das reicht mir. So. Die Dame des Unholds. Weg mit dir. So, dann haben die hier wenigstens noch ein bisschen was zu tun an der Baustelle, an Baustellen, ne? Wohnhaus ist ja fertig. Waffenschmiede wird gebaut. Zweimal. Was will man mehr? Hammer haben wir auch da. Genügend. So, ein Schmied mehr. Bringt mal schön das ganze Eisen da runter. So, Eisenerz, ja. Wir können ja mal noch ein paar Geologen hier heraufbeschwören. Wir müssen noch mehr Eisenerz finden, noch ein paar Eisenerzminen bauen vielleicht. Das sieht ganz schön mager aus irgendwie. Auch wenn die was finden, so ist nicht. Aber sieht mager aus. Wie sieht es beim Getreide aus? Kommen da schon wieder welche? Was haben die denn da? Das schaffen die doch eh nicht. Da kommen noch mehr. Okay.
Ein paar Einzelfälle hier noch. Die denken wohl, die kommen hier durch. Können die vergessen. So, schieß den Vogel ab hier. Jawoll. Kann ja nicht sein, ey, dass die hier an... Da kommen noch mehr. Wollen die einen verarschen? Und da unten kommen auch noch welche. Alles klar. Die kommen jetzt von allen Seiten. Auch schön. Ja, glaubt wohl, ich hab nicht genug Soldaten hier, wa? Ich hab mehr als genug. Die können euch alle platt kriegen. So, geht mal schön hier rüber wieder. Da kommen noch mehr, sehr schön. Na kommt, haut's alle weg. So, weg mit denen. Ja. Schreit, posauntet alle durch. Als ob die Damen hier was reißen könnten. So, kommt, greift den, die Bogenschützin hier an. Aber die hat wenigstens schon ganz starke. Also... Der Gegner ist nicht ohne auf jeden Fall. So. Aussichtsturm wäre mal gar nicht so schlecht wahrscheinlich. So, Priesterlein. Eisen brauchen wir nicht mehr. Aber Waffen wären ganz gut. Ja, ein paar Bogenschützen, ein bisschen Brot ist auch okay. Nehmen wir alles. So, das hier bitte auf voll. Danke. Schon wieder. Ja, was haben die denn davon? Wenn die einzeln angreifen, vor allen Dingen auch. Ich meine, so viel Kampfkraft habe ich zwar nicht, aber es reicht anscheinend, um die ordentlich in Schach zu halten. So, da oben ist keine Kohle mehr. Das ist schade. Eisenerz haben wir noch genug da. So. Dann könnt ihr ja hier nochmal gucken. Haut die mal weg da oben. Also ich meine, wenn die alle Soldaten verlieren wollen, bitteschön, können sie gerne machen. Hängt nicht dagegen. Die werden doch ihr blaues Wunder erleben. So, da findet er zwei Steine, die kommen auch gerade. Wunderbar. Ich meine, wenn meine Priester jetzt dann noch mehr Soldaten ranschieben hier, desto besser ist es doch. Dann können wir super verteidigen. Und später auch super angreifen. So, die Waffenschmieden haben wir auf jeden Fall genug Eisen da. Ja, kommt, haut sie weg. Der dürfte auch fertig sein gleich. Jawohl. Jetzt können wir mal sehen. Dass da noch ein paar kommen. Ja. Die paar hier. Ist glaube ich gar nicht so verkehrt, dass wir den haben. So, sehr gut. Weg mit den Nervensägen hier. Kann ja nicht sein, dass ich hier nicht in Ruhe lassen werde. Aber gut, dass wir so viele Ärzte hier haben. So, nur noch der und da kommt schon wieder ein Bogenschütze. Ey, ich könnte auch die Krätze kriegen. Lasst mich doch mal alle in Ruhe. So. Kein Soldat dazu. Na gut, dann nicht.
Die heilen sich erstmal und die können ja hier oben angreifen, wie sie lustig sind. Ist mir egal. Hier wollte ich eigentlich Getreidefarmen hinbauen. Na toll, jetzt musste ich das hier mit den Dingern hier vollballern. So. Kampfkraft 67. Das geht. So, ich werde schon über 100 Soldaten haben wahrscheinlich. Kann man ja mal gucken. 41, ja locker. Hab jetzt nicht gezählt, wie viel ich insgesamt habe, aber ist ja egal. Wir haben auf jeden Fall über 100. Und das ist schon okay. So, dann werden wir bald eigentlich mal angreifen können, wenn die hier schon so ankommen. Und schlage ich halt zurück, ist mir egal. Aber ich werde noch ein bisschen sammeln, damit wir 200 Soldaten haben. Weil wir wollen ja auch ein bisschen gegenhalten, ne? Falls die hier doch mal mit einer größeren Truppe ankommen. Ja, wäre schon gefährlich. So. Ne, den machen wir mal dahin. Die Schmieden bekommen alle immer noch ihr Werkzeug, ihr Eisen, das ist gut. Gold kommt auch. Was will man mehr? So, achso, die wollten ja da oben noch suchen. Schauen wir mal, dass wir da noch was finden noch. So. Aber jetzt lassen mich die Damen schon wieder in Ruhe. Die haben wahrscheinlich schon wieder genug. Erstmal. Wollten wahrscheinlich erstmal gucken, ja, wie weit können wir ihn reizen. Oh, ihr seid aber reizend, ihr Hübschen. So, der Herr hier kann ja auch mal geheilt werden, langsam. Danke. Und haben wir noch einen? Ja, hier ist noch einer. Der kann ja mal hier hingehen. Noch irgendwo Verletzte? Nö. Hier nicht. In dem Haufen hier vielleicht noch. Nein, auch nicht. Sehr gut. Sind alle erstmal sogar geheilt. Das ist doch wundervoll. So, Brot haben wir auch genug da. Die Bäcker arbeiten ja auch hier noch. Oh, ja, die haben genug zu tun. Getreide ist auf jeden Fall da. Genug Säcke sind da. Schweinezucht. Ja, eine ist da, aber die wird wahrscheinlich doch nicht so ganz reichen. Dann werden wir noch eine bauen. Dann wird es eher reichen, denke ich mal. So. Der kann auch gleich mit rüber. Und dann gucken wir mal, dass wir das Land hier auch noch mit einnehmen. Und hier unten das Gebirge auch noch. Auch wenn wir das Schwefel nicht unbedingt brauchen. Ist ja egal. Haben oder nicht haben, ne? So heißt doch immer die Devise. Kohle ist richtig viel, das ist richtig krass. So, Eisenerz kommt auch langsam ganz schön in die Gänge. Können wir ja noch eine Schmelze eigentlich bauen. So. Und diese Daten kommen auch langsam immer besser ran. So. Göttliche Gabe könnten wir auch mal langsam wieder. So. Die sind alle geheilt. Die können wir ja schon mal hier vorschicken. Die lassen wir noch schön in der Rückhand erstmal. Die sollen auch erstmal da bleiben. Also nicht nur die hier, sondern die hier auch. Die bleiben erstmal nur hier an der Kreuzung. Wir sollen ja bloß den Sumpf erobern. Also von daher schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Wir brauchen ja bloß ein paar Soldaten dazu.
die wir vielleicht jetzt wieder bekommen. Na, ist kein Platz. Da ist Platz, na, ein paar Bogenschützen, okay.